Im Jahre 1457 vor Christus wird Ägypten von kriegerischen Mächten bedroht. Die ehemaligen vorderasiatischen Alliierten haben sich verbündet und stehen vor Ägyptens Grenzen. Doch Pharao Thutmosis III. Und sein Heer warten nicht, bis der Feind zuschlägt. Thutmosis geht in die Offensive und marschiert mit seinen Truppen gegen Megiddo, eine Festungsstadt am Fuße der Karmelberge im heutigen Israel. Jenseits dieser Berge lauern die Gegner des Pharaos. Hier wird sich das Schicksal Ägyptens entscheiden. Der Marsch nach Megiddo dauert 3 Wochen und führt durch die Wüste. Diese Region hieß in der Antike Kanaan. Sie liegt im Norden Israels und ist strategisch wichtig für die Sicherheit Ägyptens. Die dort herrschenden Fürsten sind neutral oder unterstehen der Kontrolle Ägyptens. Doch der Herrscher des Großkönigtums Mitanni, Ägyptens stärkster Rivale, will sie auf seine Seite bringen. Thutmosis plant, das Bündnis seiner Feinde zu zerschlagen, um das Reich am Nil gegen eine Fremdherrschaft abzusichern. In Theben, die damalige Hauptstadt Ägyptens, wartet die Bevölkerung auf Nachrichten vom Feldzug des Pharaos. Theben, mit seinen über 50.000 Einwohnern, ist zu der Zeit eine der größten Städte der Welt. Theben erlangte Reichtum durch Handel und durch Zwangsabgaben der unterworfenen Gebiete. All das steht nun auf dem Spiel. Für die Ägypter ist diese Stadt der Nabel der Welt. Selbst die Zeit konnte ihrer einstigen Pracht kaum etwas anhaben. Die Ruinen gewaltiger Bauten, von denen viele noch stehen, lösen immer noch Bewunderung aus. Wie durch ein Wunder haben die leuchtenden Farben der sengenden Sonne getrotzt. Reliefs erzählen von Thutmosis glorreicher Herrschaft. In einer Zeit, in der fremde Mächte ihr Land bedrohen, müssen die stolzen Ägypter einsehen, dass sie nicht allein auf der Welt sind. In der Frühphase der ägyptischen Geschichte im Alten Reich hatte das ägyptische Wort für Ägypter die Bedeutung Mensch. Erst im Neuen Reich nimmt man andere Völker wie die Syrer, die Nubier und die Kreter bewusst zur Kenntnis. Ägyptens Nachbarn blicken voller Neid auf den enormen Wohlstand des Landes. Die angrenzenden Völker werden häufig von Dürren heimgesucht. Durch ihre günstige geografische Lage fahren die Ägypter regelmäßig reiche Ernten ein. Ihr Land besteht zu 90% aus Wüste. Doch dank des Nils wächst auf weiten, fruchtbaren Feldern genug Getreide, um 3 Millionen Menschen zu ernähren. Durch diesen Überfluss entsteht hier eine der stabilsten Gesellschaften der Antike. Das Volk am Nil mehrt seinen Reichtum durch Handel. So finanzieren sie die zu ihrer Zeit größten Bauwerke der Welt, die Pyramiden. Die Ägypter scheinen von den Göttern geliebt. Die Ägypter waren wahrscheinlich unheimlich arrogant. Sie waren überzeugt, dass niemand so gesegnet war wie sie. Die Götter hatten ihnen das schönste Land der Erde geschenkt. Auch ihre Gäste bestätigten das. Euer Fluss spendet immer Wasser. Eure Felder tragen immer Früchte. Und ihr müsst dafür nicht einmal hart arbeiten. Dies ist der Himmel auf Erden. Thutmosis wächst in einer Welt auf, die weder Hunger noch Krieg kennt. Er ist noch ein Kind, als er nach dem frühen Tod seines Vaters den Thron besteigt. Doch der kleine König ist viel zu jung, um zu herrschen. Vorerst übernimmt seine Tante und Stiefmutter Hatschepsut die Regentschaft. Hatschepsut wird 1477 gekrönt. Sie legitimiert ihr Königtum mit ihrer göttlichen Geburt. Ich habe versucht, alle Regierungsbeamte und hohen Adligen aufzulisten, die hinter ihr standen. Das war wohl ihr Geheimnis. Um sie herum gab es einen eingeschworenen Kreis von Vertrauten. Dieser Kreis besaß mehr Einfluss, als uns heute bewusst ist. Um
Um ihre Regentschaft zu untermauern, lässt Hatschepsut ihre Darstellung auf Tempelreliefs und Statuen verändern. Zunächst wird sie als Frau abgebildet mit Brüsten und weiblichen Gesichtszügen. Bald jedoch trägt sie den Pharaonenbart, eine der Königsinsignien der Pharaonen. Hatschepsut übte nun offiziell die Alleinherrschaft aus. Thutmosis ist jetzt ihr Rivale. Trotzdem engagiert Hatschepsut die besten Lehrer des Landes für den Jungen. Er befasst sich mit Astronomie, Mathematik, Religion und Medizin. Man lehrt ihn Ägyptens Siege, warnt ihn aber zugleich vor der großen Gefahr, die dem Land droht, die Übernahme durch eine Fremdherrschaft. Zwei Jahrhunderte zuvor hatte ein fremder Stamm die Kontrolle über Ägypten erlangt. Ein nachhaltiger Schock für die Ägypter. Denn schließlich glaubten sie, Ägypten sei unbesiegbar. Zwischen 1719 und 1692 vor Christus wandert das Nomadenvolk der Hyksos von Nordosten her ein. Aus Siedlern werden schnell Invasoren. Zuerst erobern sie das Nildelta und fallen bald in Unterägypten ein. Sie spalten das Reich in zwei gegnerische Lager. Seit Jahrtausenden ist das Land durch seine natürlichen Grenzen geschützt. Menschenfeindliche Wüsten flankieren das Reich im Osten und Westen und machen eine gewaltsame Übernahme praktisch unmöglich. Im Norden halten die Sümpfe des Nildeltas selbst seefahrende Angreifer fern. Ägypten ist sicher, jedenfalls scheint es so. Ägyptens natürliche Grenzen schützen das Land. Die Herrscher müssen lediglich ein paar Grenzfestungen mit einer Handvoll Garnisonstruppen unterhalten, um Eindringlinge abzuwehren. Zu Zeiten des Alten Reichs, in der Frühgeschichte Ägyptens, gelang das auch. Unerwünschten Besuchern wurde mit großem Erfolg der Zugang ins Land verwehrt. Die Hyksos nutzen jedoch eine neuartige Waffe. Damit dringen sie ins Nildelta vor und greifen das Land an. Von innen. Die Hyksos fallen mit einer neuen, furchterregenden Erfindung in Ägypten ein, dem Streitwagen. Mit diesem Gerät sind sie technisch überlegen und drängen das ägyptische Militär in den Süden zurück. Die Ägypter sind machtlos angesichts dieses gewaltigen Angriffs. Trotzdem leisten sie erbitterten Widerstand, um ihr Land zu verteidigen. Sekwenenre Ta'a, König von Theben, kämpft vergeblich gegen die Hyksos. Heutige Wissenschaftler gehen davon aus, dass er im Nahkampf mit einer Streitaxt getötet wurde. Das kratzte natürlich das Selbstwertgefühl der Ägypter an. Ein Volk, das sie verachten, hält sie 108 Jahre lang in Ketten. Ihr Stolz war erschüttert und ihr gesamtes Weltbild stürzte zusammen. Nach Sekwenenre Ta'as Tod wird König Ahmose König von Theben. Er setzt der Fremdherrschaft schließlich ein Ende. Archäologen setzten dieses Relief zusammen. Es ist die einzige Überlieferung von Ahmoses Sieg über die Hyksos. Ahmose lernt von seinen Feinden und schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Er lässt Streitwagen bauen und vertreibt so die Eindringlinge aus Ägypten. Ahmose vereint Ägyptens Norden wieder mit dem Süden. Damit beginnt das sogenannte Neue Reich. Die Pharaonen dieser Epoche schwören, Ägyptens Glanz wiederherzustellen und jede Bedrohung von außen zu bannen. In Vorderasien jedoch formiert sich bereits ein neuer Gegner, ein kriegerischer Stamm aus Mitanni, noch mächtiger als die Hyksos, der bestrebt ist, sein Reich zu vergrößern.
Die Hurriter wollen Ägyptens Einfluss im Nordosten schwächen. Sie schmieden Bündnisse mit den Fürsten aus Kanaan, denen die Besteuerung durch Ägypten ein Dorn im Auge ist. Als sich die Hurriter den Grenzen Ägyptens nähern, folgen ihnen immer mehr von Ägyptens früheren Verbündeten. In Theben bleibt den Ägyptern nicht mehr viel Zeit. Thutmosis ist mittlerweile erwachsen. Er und Hatschepsut haben unterschiedliche Pläne. Er will auf der Stelle eine Armee zusammenstellen, um den Feind noch vor Ägyptens Grenzen abzufangen. Hatschepsut zieht es vor, zu warten. Sie möchte einen Krieg vermeiden, besonders einen Krieg jenseits der Grenzen des Reiches. Zwar ist Thutmosis der rechtmäßige Herrscher, doch Hatschepsut hat den Thron noch nicht geräumt. Thutmosis besteht darauf, dass Ägypten nur durch seine Strategie zu retten sei. Hatschepsut behält jedoch die Zügel in der Hand. Thutmosis muss sich fügen. Hatschepsut war konservativ. Sie glaubte an Tradition und war in der Vergangenheit verwurzelt. Thutmosis III. Richtete seinen Blick auf die Zukunft. Er wollte Veränderung. Sein Ansatz war innovativ. Thutmosis darf nicht in den Krieg gegen die Hurriter ziehen. Also richtet er sein Augenmerk auf das südliche Grenzland zwischen Ägypten und Nubien. Dort schwelt ein langjähriger Konflikt. Seine Vorfahren haben eine Reihe von Festungen entlang des Nils errichtet. Der junge König will sie ausbauen, um sein militärisches Geschick und die Stärke Ägyptens zu demonstrieren. Die Nubier, furchterregende Krieger, fallen immer wieder in Südägypten ein. Heute liegen die Ruinen der Grenzfestungen auf dem Grund des Nassersees, der in den 1960er Jahren durch den Bau des Assuan-Staudamms entstand. Doch dank archäologischer Funde können wir uns ein Bild davon machen, wie diese Festungen aussahen. Die Festungskomplexe ähnelten kleinen, ummauerten Städten. In jedem Komplex lebten etwa 500 Soldaten. Es gab Unterkünfte für die Soldaten, Lagerhäuser für die Verpflegung, außerdem Werkstätten und Tempel. Wachtürme an den Mauern boten meilenweit ungehinderte Sicht. Doch diese Wehrbauten schützten nicht nur vor Eindringlingen, sie sicherten auch die Handelsrouten. Wie die Pharaonen vor ihm suchte auch Thutmosis nach einem Weg zu den wertvollen nubischen Rohstoffen, Gold und Menschen. Ägypten orientierte sich schon immer nach Süden. Das galt für militärische Operationen und für Handelsbeziehungen. Damals waren Arbeitskräfte eine wertvolle Ware. Die Ägypter schickten Karawanen los, die mit Tausenden von Nubiern zurückkehrten. Heute würde man wohl von Menschenraub sprechen. Thutmosis' Abstecher in den Süden ist ein Erfolg. Er kehrt mit zahlreichen Sklaven aus Nubien zurück. Seine Offiziere machen sie zu bezahlten, privilegierten Söldnern. Nubische Krieger gelten als exzellente Bogenschützen. Mit neuartigen Bögen können sie Feinden selbst aus großer Entfernung schreckliche Wunden zufügen. Still und leise baut Thutmosis eine schlagkräftige Armee auf. Der Pharao ist überzeugt, ein Krieg gegen die Hurriter ist unvermeidlich. Dazu braucht er nicht nur gute Soldaten, sondern auch mehr Waffen. In den Gießereien herrscht Hochbetrieb. In seinen Rüstungswerkstätten in Memphis entstehen Äxte und Kriegsbeile, Speere und Pfeilspitzen aus Bronze, die altbewährten Waffen der Ägypter. Doch Thutmosis geht auch neue Wege. Er nimmt sich Ägyptens alten Feind, die Hyksos, zum Vorbild und lässt sein Heer mit Streitwagen ausstatten.
Die Streitwagen der Hyksos dienten als Vorlage, die die Ägypter noch optimierten. Darstellungen auf ägyptischen Tempelwänden zeigen, wie diese Streitwagen aussahen. Ein perfekt erhaltener vergoldeter Streitwagen wurde im Grab des Tutanchamun entdeckt. Daran wird bis ins Detail ersichtlich, wie die Ägypter ihr Kriegsgerät konstruierten. Das Fahrgestell bestand aus gebogenem Holz. Zusätzliche Speichen verstärkten die Räder. Die breite Achse stabilisierte den Wagen selbst in engen Kurven. Die Kampfplattform aus Leder federte die Stöße ab. Das raffinierte Gefährt wurde nur durch ein Stecksystem und Lederriemen zusammengehalten. Beschädigte Teile waren austauschbar. Soldaten konnten den Wagen zerlegen und über weite Strecken tragen. Das war zu der Zeit einmalig. Die Bogenschützen und den Streitwagen übernahmen die Ägypter definitiv von den Hyksos. Doch die Ägypter machten diese zwei Waffen zum zentralen Bestandteil ihrer Streitkräfte. Noch hat Hatschepsut das Sagen. Doch ihre Gesundheit lässt nach. In der Zwischenzeit hat ihr Neffe Thutmosis Befehlsgewalt über mehr als 12.000 Mann. Es ist das gewaltigste Heer dieser Zeit. Der Pharao gibt den Marschbefehl, als ihn eine wichtige Nachricht erreicht. Hatschepsut ist tot. Thutmosis packt die Gelegenheit beim Schopf für sich und für Ägypten. Mit dem Tod der Pharaonin Hatschepsut endet eine Ära. Ein gigantischer Tempel in Theben wird ihre Gedenkstätte. Noch zu Lebzeiten erbaut, ehrt er die friedvolle Epoche ihrer Herrschaft. Ihre Schiffe brachen in ferne Länder auf und kehrten mit exotischen Hölzern, Gold und Sklaven zurück. Die mächtigste Frau der ägyptischen Geschichte findet im Tal der Könige ihre letzte Ruhestätte. Sie ist die erste Pharaonin, die dort begraben wird. Ihr Tod lässt ihre Feinde neue Kraft schöpfen. Schon bald wusste die ganze Welt davon. Es gab schließlich Kommunikationswege. Die Feinde von Ägypten hatten schon lange auf diesen Moment gewartet. Nach alter Sitte wird der Tod der Königin 70 Tage lang betrauert. Das verschafft Ägyptens Feinden im Osten Gelegenheit, sich zu verbünden. Eine mächtige Allianz feindlicher Fürsten versammelt sich in der Nähe von Megiddo. Man ist bereit zum Angriff. Jahrelang war Thutmosis gezwungen, die Bedrohung aus Vorderasien zu vernachlässigen. Um dem Feind Einhalt zu gebieten, muss er jetzt schnell handeln, mit einem Frontalangriff. Von Memphis aus führt der Pharao seine Armee die 390 Kilometer nach Nordosten. Dabei durchquert er die unwirtliche Wüste im heutigen Gaza-Streifen. Die Wüste bot den Ägyptern seit Jahrtausenden Schutz. Nun müssen sie sie durchqueren. Es ist eine gigantische Karawane mit 12.000 Mann und 2.400 Tieren. Eine Armee dieser Größe benötigt regelmäßige Verpflegung, unter anderem fast 50.000 Liter Frischwasser täglich. Bis vor kurzem war noch unklar, wie ein solches Unterfangen gelingen konnte. Doch neue Entdeckungen zeigen, wie peinlich genau dieser Marsch durch die Wüste geplant wurde. In entlegenen Teilen dieser Wüste wurden uralte Wegmarkierungen und Abermillionen von Tonscherben gefunden. Sie deuten auf vergessene Handelsrouten hin. Anscheinend reisten riesige Karawanen noch weiter als die 210 Kilometer, die Thutmosis bis in den Gaza-Streifen zurücklegte. Die Ägypter hatten keine Kamele.
Sie bewältigten die Strecke mit Ochsen und Eseln. Deshalb entwickelten sie ein raffiniertes System zur Wasserversorgung. Große Karawanen, beladen mit tausenden Litern von Wasser, zogen der Armee voraus und schufen künstliche Rastplätze in der Wüste. Alle 60 Kilometer hinterließ die Vorhut der ägyptischen Armee lebenswichtige Vorräte. Nach 10 Tagen treffen Thutmosis und sein Heer in Palästina ein. Sie haben die Wüste bezwungen. Doch es trennen sie noch 11 Tage beschwerlichen Marsches von ihrem endgültigen Ziel. Die Festungsstadt Megiddo, strategisch günstig auf einer Hügelkuppe im heutigen Israel gelegen. Ihre Lage schützt sie gegen Überraschungsangriffe aller Art. Heute ist die Gegend von Feldern bedeckt. Damals war sie ein wichtiger Abschnitt in der Handelsroute. Hier sammelten sich Thutmosis Feinde. Megiddo liegt über der Jezreel-Ebene und beherrscht somit die ganze Region. Dieser strategischen Bedeutung waren sich sowohl Thutmosis III. Als auch seine Feinde bewusst. Megiddo ist das perfekte Schlachtfeld, denn der Sieger beherrscht das ganze Gebiet. Thutmosis Armee steht nur noch 30 Kilometer vor Megiddo. Vor ihm liegt der unwegsame Karmel. Der Pharao steht vor einer schwierigen Wahl. Entweder er umgeht das Gebirge von Norden oder Süden, damit würde sich der Marsch um 2 Tage verlängern. Oder er versucht, den Karmel direkt zu überqueren. Während die Truppen rasten, beruft Thutmosis seine Generäle zum Kriegsrat ein. Die Berge sind tückisch, sagt man ihm. Sie zu überqueren sei töricht. Die Generäle tun ihre Meinung deutlich kund. Die Soldaten seien bereits 3 Wochen unterwegs. Ein Marsch durch die Berge werde sie nur unnötig auslaugen. Doch Thutmosis hat eine Strategie. Der Plan des Pharaos an diesem kritischen Punkt ist auf den Tempelwänden von Karnak verewigt. Seine Entscheidung hat das Schicksal Ägyptens maßgeblich beeinflusst. In Augenblicken wie diesen wird Geschichte geschrieben. Diese Hieroglyphen sind tatsächlich ein Auszug aus den Aufzeichnungen des Königs. Der Pharao sprach: Ich werde durch den engen Pass ziehen, um dem Feind kein Anzeichen von Schwäche zu geben. Thutmosis befiehlt, direkt über die Berge vorzurücken. Wenn schon seine Generäle ihm von dieser tückischen Route abraten, dann wird der Feind erst recht nicht damit rechnen. Die Kolonne kämpft sich den schmalen, langgezogenen Pass durch die Berge. Das Vorankommen wird durch den Transport der zerlegten Streitwagen erschwert. Das Klettern durch felsiges Gelände macht die Truppen verwundbar. Doch Thutmosis weiß, es gibt kein Zurück. Späte Zweifel kann er sich nicht leisten. Seine Männer folgen ohne zu zögern. Doch gewiss glauben manche, in den sicheren Tod zu marschieren. Der Pharao vermutet, dass der Anführer der Feinde, der König von Kadesh, seine Armee an den Zugangswegen nach Megiddo postiert. Er kann nur hoffen, dass der Pfad durch die Berge unbewacht ist. Die ägyptischen Truppen mühen sich ab, während der Bergpass nach jeder Biegung enger wird. Jeden Augenblick könnten die Feinde angreifen. Der Pfad wird immer unwegsamer. Die Soldaten kommen kaum noch voran.
Thutmosis fürchtet, seine Generäle könnten Recht behalten. Wie durch ein Wunder erreichen die Ägypter den Ausgang des Passes. Vor ihnen breitet sich die Ebene von Megiddo aus. Ein Hindernis haben sie überwunden. Doch der schwierigste Teil steht ihnen noch bevor. Die entscheidende Schlacht. Nach Tagesanbruch starten die Ägypter einen Überraschungsangriff auf das feindliche Lager. Der König von Kadesh erkennt zu spät, dass er überlistet wurde. Er hat Thutmosis und seine 12.000 Soldaten ungehindert die Berge passieren lassen. Er hat die Fähigkeiten des Pharaos als Feldherr völlig unterschätzt. Seine Truppen stehen am falschen Ort. Ein verhängnisvoller Fehler, der seine verbleibenden Einheiten gegen die zahlenmäßig hoffnungslos überlegenen Ägypter ins Verderben stürzt. Ohne Aussicht auf Verstärkung bleibt den Feinden der Ägypter nur der Rückzug. Der König von Kadesh wartet auf den richtigen Moment, um sich in Sicherheit zu bringen. Da begeht Thutmosis Armee einen Fehler. Die Soldaten werden gierig. Statt dem Feind nachzusetzen, plündert das ägyptische Heer das Lager. Damit hatte Thutmosis nicht gerechnet. Das sind Pharao Thutmosis Worte. Diese Inschrift stammt aus seinen Aufzeichnungen. Hätte meine Armee nicht ihre Aufmerksamkeit auf das Plündern des feindlichen Lagers gerichtet, wäre Megiddo an einem einzigen Tag gefallen. Thutmosis hat seine erste große Schlacht gewonnen. Doch seine Unerfahrenheit und die Undiszipliniertheit seiner Truppen haben dem Gegner die Flucht ermöglicht. Während die Ägypter ihre Beute zusammenraffen, verschanzen sich die Feinde der Ägypter in Megiddo. Megiddo gilt seit langer Zeit als mächtige Festung. Heute legt ein Team von Studenten die Stadt Schicht um Schicht frei. Sie graben sich durch den Sand jahrtausendealter Siedlungsgeschichte, bis sie auf die Grundmauern aus der Zeit von Thutmosis III. Stoßen. Die Archäologen sammeln Tonscherben, die sie in verschiedenen Schichten im Boden finden. Jede Schicht gehört zu einer bestimmten historischen Epoche. Anhand der Reste des 3000 Jahre alten Fundaments können sie den Grundriss der Festung und der Gebäude im Inneren rekonstruieren. In der Stadt gab es einen Palast. Wir wissen, wo das Tor war und wo der Tempel stand. Die Lage der beiden wichtigsten Gebäude der Stadt ist uns also bekannt. Wir wissen, dass es keine massive Befestigung um die Anlage gab, sondern nur miteinander verbundene Häuser. Dieser Häusergürtel bot den Bewohnern Schutz. Der Häusergürtel Megiddos auf der Kuppe eines steilen Hügels schützte den König von Kadesh und seine Gefolgschaft. Sie harrten dort 7 Monate lang aus. Sie hatten genug Wasser und Nahrung. Wie die Stadt so lange standhalten konnte, war ein Rätsel. Doch jetzt entdeckten Archäologen die Reste eines ausgeklügelten Versorgungssystems. Ein tief in den Berg getriebener Tunnel versorgte die Stadt mit Wasser. Doch schließlich wurde Megiddo von Thutmosis und seinen Männern eingenommen. Vielleicht kamen sie über die Stadtmauer, vielleicht rissen sie die Stadttore nieder oder sie bestachen jemanden, der ihnen die Tore öffnete. Was immer auch geschah, Megiddo fällt. Endlich besiegen die Ägypter ihre langjährigen Feinde.
Der König von Kadesh und seine Verbündeten werden vor den Pharao geführt. Jetzt muss Thutmosis sein Geschick als Staatsmann unter Beweis stellen. Schließlich will er über dieses eroberte Gebiet fernab seiner Hauptstadt Theben herrschen. Den Pharao herauszufordern ist eine Gotteslästerung. Wer sich ihm widersetzt, darf keine Gnade erwarten. Seine Generäle fordern die Hinrichtung der Feinde. Doch der König von Kadesh fleht um das Leben seiner Familie. Einmal mehr ignoriert Thutmosis den Rat seiner Heerführer. Er behandelt seine Feinde so, wie es ihm sein Instinkt sagt. Was dann geschah, blieb 4 Jahrhunderte lang Standardprozedur in Ägypten. Die Feinde mussten einen Eid schwören, dass sie sich nie wieder gegen den Pharao und sein Reich auflehnen. Außerdem mussten sie von nun an Abgaben leisten. Dieselben Abgaben, die auch die ägyptischen Bauern auf Geheiß des Pharaos oder seiner Verwalter zahlen mussten. Und sie mussten dem Pharao ihre Kinder überlassen. Thutmosis verschont das Leben der Rebellenführer. Doch ihre Kinder lässt er als Geiseln nach Ägypten bringen. Sie sollen garantieren, dass ihre Väter sich nie wieder den Befehlen des Pharaos widersetzen. Am Nil werden sie zu Ägyptern erzogen. Die Mädchen bleiben in Ägypten. Die Jungen werden später in ihre Heimat zurückkehren, als Vasallen im Dienste des Pharaos. Die Ägypter wollen diese Region unterwerfen. Da ist es durchaus sinnvoll, die Städte einzunehmen und daraus ägyptische Regierungssitze oder Festungen zu machen und von dort aus zu herrschen. Die Ägypter regieren Kanaan 300 bis 400 Jahre lang von Städten wie Jerusalem oder Megiddo aus. Warum sollte man sie zerstören? Man hielt sie lieber besetzt. Thutmosis' Rückkehr war ein Triumphzug. Er hat sich als würdiger Pharao und mächtiger Heerführer erwiesen. Im ganzen Land bejubeln die Ägypter den Sieg über den König von Kadesh und die Eroberung Megiddos. Priester öffnen die Tore zu den Heiligtümern der Reichsgötter. Die Kriegsbeute und das Gold des Feindes wird dem Gott dargeboten, der diesen Sieg ermöglicht hat. Amun-Re, Sonnengott und König der Götter. In der Hauptstadt Theben fühlen sich die Ägypter sicher und geborgen. Doch das Gefühl ist trügerisch. Denn der schlimmste Feind Ägyptens, die Hurriter, sind noch lange nicht bezwungen und sie sinnen auf Rache. Thutmosis hat Megiddo erobert und das Bündnis seiner Gegner aufgelöst. Doch die Hurriter wurden nicht unterworfen. Ägyptens Sieg ist vorerst ein Sieg auf Zeit. Nach dem Fall von Megiddo kämpft Thutmosis 10 Jahre lang gegen die Krieger aus Mitanni. Seine Herrschaft scheint gefestigt. Doch die Hurriter haben den Verlust Kanaans nie verwunden. Sie schmieden weiterhin Bündnisse gegen die Ägypter. Schließlich beschließt Thutmosis, sie ein für allemal zu vernichten. Er bereitet seine Armee auf einen Marsch an die libanesische Küste vor. Zuerst festigte er seine Herrschaft über das Reich Kanaan, das im heutigen Palästina liegt. Nach 4, 5 Feldzügen in dieser Region änderte er sein Ziel. Er marschierte in Richtung der libanesischen Küste. Das hatte auch einen strategischen Hintergrund. Auf dem Seeweg konnte er seine Truppen einfacher befördern. Alte Aufzeichnungen belegen, dass Thutmosis eine Offensive zu Lande und zu Wasser plante. Doch war er dazu in der Lage? Es gibt zwar Zeichnungen, aber keinerlei archäologische Beweise dafür, dass die Ägypter seetüchtige Schiffe hatten.
Vor einigen Jahren jedoch stießen Forscher am Roten Meer auf die Überreste eines ägyptischen Seehafens. Er besteht aus einem System von etwa 8 Stollen, die tief in eine versteinerte Korallenbank gehauen wurden. Es ist der erste Beweis dafür, dass die Ägypter nicht nur den Nil, sondern auch das offene Meer befuhren. Die Archäologen fanden Tonscherben, Reste von Schiffsplanken aus Zedernholz und Schriften, die auf Handelsunternehmungen hinweisen. Und die Höhlen brachten eine noch größere Überraschung zutage. Tief im Inneren stießen Wissenschaftler auf Frachtgut und Segelausrüstung. Hunderte Meter alter Schiffstaue, die Jahrtausende überdauerten. Ein Hinweis darauf, dass die Ägypter allen Zweifeln zum Trotz die Meere befuhren. Die Ägypter bauten schon hunderte Jahre vor Thutmosis III. Seetaugliche Frachtschiffe. Die Meeresarchäologin Cheryl Ward hat Reste von Holzplanken ausgegraben. Sie benötigt nur einige Bruchstücke vom Heck, um das ganze Schiff zu rekonstruieren. Diese Schiffe waren robuster und größer als die Boote für den Nil. Für jedes Schiff benötigte man 20 Bäume. 40 Menschen und 17 Tonnen Fracht fanden darauf Platz. Mit 15 Meter breiten Segeln machte das Schiff bis zu 6 Knoten, dreimal so schnell wie ein Esel an Land. An diesem außerordentlichen Fundstück sieht man, wie die Schiffe der Ägypter zusammengehalten wurden. Längliche Hölzer, sogenannte Zapfen, wurden in die Löcher in jeder Planke gesteckt. Hier sieht man die Enden der paarweise angeordneten Zapfen. An diesen Verbindungsstücken aus Holz wurde die nächste Planke angesetzt. Man führte einen Kupferdraht durch das Loch und befestigte damit das Ende der nächsten Planke. Die Planken und der Kiel sollten möglichst eng beisammen sein. Durch dieses Baukastenprinzip konnten die Schiffe problemlos zerlegt werden, genau wie die ägyptischen Streitwagen. Die Seeleute konnten die Einzelteile über Land transportieren und das Schiff am Ziel wieder zusammensetzen. Dieses Ziel war Mitanni, das Reich von Thutmosis' Erzfeinden, 900 Kilometer von Ägypten entfernt. Thutmosis segelt mit seinem riesigen Heer auf 170 Schiffen nordwärts. Bei Ankunft im letzten ägyptischen Hafen werden einige der zerlegten Schiffe mit an Land genommen. Der Pharao weiß, dass es zunächst den Euphrat zu queren gilt. Am Ufer des Flusses sammeln und wappnen sich die ägyptischen Streitkräfte für den Kampf. Doch die große Schlacht findet niemals statt. Die Hurriter haben sich in die Wüste Vorderasiens zurückgezogen. Thutmosis zerstört ihre Städte, steckt sein Herrschaftsgebiet ab und verkündet den Sieg. Seine Kriegsaufzeichnungen enden kurz nach seinem Feldzug zum Euphrat. Als Grenzstein seines Reiches wird am Euphrat eine königliche Stele, eine gravierte Steintafel, aufgestellt. Das ist der geografische Höhepunkt von Thutmosis militärischer Macht. Zu keinem anderen Zeitpunkt war das ägyptische Reich so groß. Endlich können Thutmosis und seine Soldaten sich auf den Heimweg machen. Kein Ägypter möchte so fern von seiner Heimat leben. Für die Ägypter ist ihre Heimat das Paradies auf Erden. Der Nil ist das Herzstück ihrer Welt.
Das mag der Grund sein, weshalb die Großmacht am Nil sich meist selbst genügte. Sie expandierte ohne falschen Eifer und nur, wenn es sinnvoll war. Thutmosis III. Ist ein gutes Beispiel für den ägyptischen Imperialismus. Er sah die Nachbarländer als Wirkungsbereiche seiner Macht. Er schickte seine Boten zu den lokalen Stadtfürsten, damit sie die Befehle des Pharaos übermittelten. Und diese mussten sich ihnen unterwerfen. Erneut kehrt Thutmosis im Triumph nach Theben zurück. Er hat dem Reich zu seiner bis dahin größten Ausdehnung verholfen. Kein Pharao besaß so viel Macht wie er. Thutmosis hat sein Lebenswerk vollbracht und die Gefahr einer Fremdherrschaft gebannt. Um den Göttern für seine Siege zu danken, lässt er den Tempel von Karnak erweitern. Die Wände sind mit exotischen Tieren und Pflanzen verziert, die er auf seinen Feldzügen beobachtet hat. Wie seine Vorfahren vor ihm, wird auch Thutmosis als Bezwinger seiner Feinde dargestellt. Mit dem Wachstum ihres Reiches beginnen die Ägypter, Fremde anders wahrzunehmen. Sie gelten zwar nicht als ebenbürtig, werden aber immerhin als Menschen gesehen. Sie waren fast so etwas wie Landsleute. Das erkennt man daran, wie sich die ägyptische Religion veränderte. Im Neuen Reich wurde die Frage, wie weit sich die Autorität der ägyptischen Götter erstreckt und ob ihre Macht an den Grenzen Ägyptens endet, schließlich so beantwortet. Ihre Macht reicht über die Grenze Ägyptens hinaus. Thutmosis gilt heute als größter ägyptischer Feldherr und als geschickter Politiker. Seine 54-jährige Regentschaft über 3 Millionen Untertanen war so beispiellos wie ruhmreich. Der Priester des Amun-Re und der neue König, die zwei mächtigsten Männer Ägyptens. Pharao Echnaton hat den Thron bestiegen. Sein Name bedeutet, der dem Gott Aton dient. Über Generationen arbeiteten Könige und Priester einträchtig zusammen. Dann kam Amun, ein Gott, der sich von einer eher unbedeutenden Figur zur obersten Gottheit des Reiches entwickelte. Er droht, die Macht des Pharaos in den Schatten zu stellen. Das will der junge König Echnaton nicht zulassen. Er wird seine ganze Autorität einsetzen, um diesen Götteremporkömmling und die Priester, die ihm dienen, zu bekämpfen. Niemand hat es je gewagt, die Götter herauszufordern. Es erschüttert die ägyptische Gesellschaft in ihren Grundfesten. Die Götter haben die Geschicke Ägyptens seit den Anfängen gelenkt, mehr als 1000 Jahre lang. Sie repräsentieren alle Aspekte des Lebens und sorgen für die Sicherheit der Bürger. Die Bedeutung einzelner Götter kann wachsen oder abnehmen. Noch 200 Jahre zuvor war Amun nur der Gott der Reichshauptstadt Theben gewesen. Dann gewannen die Pharaonen Schlachten in seinem Namen und bauten ein Reich auf. Mit dem Erfolg Ägyptens steigt auch Amuns Popularität. Er gilt als der Grund für das Erstarken der Nation. Am Ende verschmilzt Amun mit dem Sonnengott Re zu Amun-Re, dem obersten Gott Ägyptens. Sein Tempel wird der reichste des Landes. Und genau das ist für den Pharao das Problem. Echnaton befürchtet, in den Schatten gestellt zu werden. Schließlich zieht er gegen die Götter zu Felde. Amuns Name wird von den Tempelmauern entfernt und alle Bildnisse von ihm zerstört. Die Priester tun, was sie können, um ihren Gott vor dem abtrünnigen Pharao zu retten und Ägypten vor Amuns Zorn zu bewahren. Niemand hat je zuvor versucht, einen Gott auszulöschen. Weder Echnaton noch die Priester wissen, was geschehen wird.
Beide Seiten fühlen sich bedroht. Echnaton hatte einen Grund dazu. Schließlich wendet er sich ausgerechnet gegen den König der Gottheiten. Amun-Re kann ihn auf Arten angreifen, die er sich nicht einmal vorstellen kann. Um seine Macht zu erhalten, zerstört Echnaton eine 15 Jahrhunderte alte Tradition. Generationen von Ägyptern haben Tempel gebaut, um dort ihre Götter anzubeten. Diese Götter sind immer großzügig gewesen. Mit Hilfe des Nils haben die Ägypter das Paradies auf Erden erschaffen. Jeder hat genug zu essen. Jeder führt ein sicheres Leben. Jeder kennt seinen Platz. Dieses Paradies gibt man nicht leichtfertig auf. Die Ägypter lebten in der bestmöglichen Gesellschaft. Wer etwas ändern wollte, konnte das Ganze nur verschlechtern. Jeder, der für Veränderung eintrat, galt als Rebell, als Revolutionär. Und das war ein böses Wort für die Ägypter. Echnatons radikaler Bruch mit der religiösen Tradition geschieht nicht über Nacht. Die Entwicklung begann bereits 30 Jahre zuvor, während der Herrschaft seines Vaters. In Ägyptens politischer Hauptstadt Theben stand Karnak, eine prächtige Tempelanlage, die man zu Ehren von Amun-Re gebaut hatte. Jahrhundertelang war sie das Zentrum des religiösen Lebens in Ägypten. Doch nach und nach begann sich das Zentrum nach Westen zu verlagern, auf die andere Seite des Nils. Aufwendige Totentempel entstanden. Der größte von allen gehörte Echnatons Vater, Amenhotep III. Während seiner Regentschaft erlebt Ägypten seinen größten Wohlstand. Zeugnis dieser Blütezeit sind die glatten und sinnlichen Amenhotep-Statuen. Jede von ihnen ist aus einem einzigen Steinblock gefertigt. Die berühmtesten sind die Memnon-Kolosse. Einst flankierten sie den Eingang zu Amenhoteps Tempel. Erst in den vergangenen 10 Jahren haben Archäologen dieses gewaltige Gebäude entdeckt und freigelegt. Hunderte von Arbeitern sind mit den Ausgrabungen gigantischer steinerner Körperteile beschäftigt, die zu Statuen Amenhoteps und seiner Frau gehören. Fast alle sind in kleinste Stücke zerbrochen und müssen mühselig zusammengesetzt werden. Die Statuen sind bis zu 5 Stockwerke hoch. Die Ausgrabung wird von der Archäologin Hurixu-Rusian geleitet. Sie sieht in den Kunstwerken ein königliches Paar, das sich auf eine neue, selbstbewusste Weise porträtierte, als Individuen. Und einen Pharao, der hochgesteckte Ziele hat. Die Kolossalstatuen sind natürlich, die stellen den König dar, aber er ist der vergöttliche König. Oder umgekehrt können Sie auch so sehen, dass diese ist eine Erscheinungsform des Gottes. Der Gott nimmt Platz in dieser Form, die ihm der König leiht. Amenhotep betrachtet sich selbst als Gott auf Erden. Das ist neu. Bis dahin galten Pharaonen lediglich als gottähnlich. Der Totentempel des Pharaos ist jedoch nicht das Machtzentrum Ägyptens. Das liegt auf der anderen Seite des Flusses in Karnak, in der Kultstätte des Reichsgottes Amun-Re. Hier feiert Amenhotep das wichtigste religiöse Fest Ägyptens, das der obersten Gottheit gewidmet ist, Opet. Sein Sohn Echnaton begleitet ihn. Der Pharao, der gleichzeitig Regierungsoberhaupt und hoher Priester des Kults ist, leitet die Zeremonie. Genau wie es sein Vater vor ihm tat und Echnaton es nach ihm tun wird. Es ist ein prachtvolles Fest. Die Priester opfern hunderte von Tieren.
Die Gläubigen lassen ein Vermögen an Opfergaben zurück. Dutzende von Musikern und ekstatischen Tänzern begleiten die heilige Prozession. Der Gott selbst wird in seiner heiligen Barke aus dem Tempel getragen. Angeführt vom Pharao bringen die Priester das Schiff aus dem Karnak-Tempel, damit Amun-Re sich an diesem einen Tag des Jahres inmitten der Bürger der Stadt bewegen kann. Der Kult des Amun-Re wurde für die Ägypter so etwas wie eine landesweite Demonstration der Vaterlandstreue. Wenn es je eine Verkörperung der Nation gab, dann war er es. Amun-Re, der König der Götter. Doch hinter den Kulissen braut sich ein Konflikt zusammen. Je populärer Amun-Re wird, desto mehr gewinnen die Priester an Reichtum und Macht. Sie beginnen, Einfluss auf die Königsfamilie und die Staatsangelegenheiten zu nehmen. Amenhotep beobachtet seine Priester argwöhnisch. Ein Streit mit der Priesterschaft bahnt sich an. Ein Konflikt, der alles verändern wird. Tausende von Göttern leben am Nil. Jede Stadt hat ihren eigenen Gott mit seinem eigenen Tempel. Auf der Insel Elefantine im Süden Ägyptens liegt eine der ältesten heiligen Stätten des Reiches, die zu Lebzeiten des Pharaos Amenhotep bereits 1500 Jahre alt war. Hunderte von Jahren haben die Priester für das fruchtbare Nilhochwasser gebetet. Die Rituale geschahen immer im Namen des Pharaos, des einzigen Sterblichen, der mit den Göttern kommunizieren kann. Während Ägypten seinen Wohlstand vermehrt, schießen am Nil immer mehr Tempel aus dem Boden, die von einer immer größer werdenden Anzahl an Priestern geleitet werden. Seit der Ära des Neuen Reichs machte die Priesterschaft einen sehr großen Teil der Bevölkerung aus. Von diesem Zeitpunkt an können wir von einem professionellen Priestertum sprechen. Ganzen Familien von Priestern, die mehrere Generationen lang im gleichen Tempel dienten. Die mächtigsten dienen in der Hauptstadt Theben, im Tempel des Amun-Re, Karnak. Heute ist Karnak eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt. Zur Zeit Amenhoteps, der Ära des Neuen Reichs, war es ein gigantischer Komplex mit Bäckereien, Brauereien, riesigen Getreidesilos, Tausenden von Priestern und 80.000 Tempelarbeitern. Zum Tempel gehörten 400.000 Tiere und mehr als 200.000 Hektar Land. Es ist ein Staat im Staat, gewidmet einem einzigen Gott, dem mächtigen und unerreichbaren Amun-Re. Beim Opet-Fest in Karnak haben auch die normalen Bürger die Gelegenheit, ihrer obersten Gottheit näher zu kommen, bevor die Priester sie zurück in den Tempel bringen. Nur die Priester und der Pharao haben Zugang zum Allerheiligsten. Sie beschützen den Gott und der Gott beschützt im Gegenzug das Volk. Um ihren Dank zu zeigen, lassen die Bürger Opfergaben für Amun-Re zurück, die die Priester in die Tempelmauern meißeln. Diese zur Schaustellung gefällt dem Gott und motiviert seine Untertanen, ihm weiterhin Geschenke zu machen. Die Menschen bringen riesige Mengen an Fleisch, Getreide, Wein, Bier und anderen Dingen zum Tempel, um das Wohlwollen der Götter zu gewinnen. Diese Opfergaben wurden natürlich weiterverteilt an die Priester mit ihren Familien und an die Leute, die auf den Bauernhöfen und in den Werkstätten des Tempels arbeiteten,
oder Handelsexpeditionen anführten. Die Tempel waren einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des ägyptischen Staates. Die Priester kontrollieren einen großen Teil der Wirtschaft. Da sie viele Arbeiter beschäftigen, nehmen sie es als ihr Verdienst in Anspruch, dass das Reich im Gleichgewicht bleibt. Symbolisiert wird diese Stabilität durch eine federgeschmückte Göttin namens Maat. Die Priester widmen ihr Leben Ritualen, die die Ordnung aufrechterhalten sollen. Sie tun alles, um die Götter, die für den Wohlstand sorgen, zu erfreuen. Die Bürger lernen, dass die Götter nicht vernachlässigt werden dürfen, weil diese sonst sterben und alles im Chaos versinkt. Über 1000 Jahre lang wagt es niemand, das System in Frage zu stellen. Die Ägypter erbringen ihren Göttern fortwährend Opfergaben, die von den Priestern eingesammelt werden. Die größten Geschenke gibt es nach einem erfolgreichen Feldzug. Wenn ein Feind um Frieden bittet, muss er Abgaben zahlen. Der Pharao sorgt dafür, dass die Priester einen angemessenen Anteil der Beute bekommen, um Amun-Re für den Sieg zu danken und für den Fortbestand von Maat zu sorgen. Mit jedem Erfolg häufen der Pharao und die Priester mehr Vermögen und Macht an. Solange es Schlachten auszufechten gibt, können die Pharaonen auf der Welle ihres militärischen Ruhms reiten. Sie schützen Ägypten vor Feinden und das Volk feiert sie als Helden. Die Pharaonen machen Eigenwerbung, indem sie Bildnisse ihrer selbst in die Tempelmauern meißeln lassen. Das Ganze erinnert an Reklametafeln am Times Square. Lavish, lurid, poster color. Diese Szenen waren alle aufwendig mit grellen Farben ausgemalt, wie auf Postern. Die Palette der ägyptischen Künstler war von Rot, Gelb und Blautönen bestimmt. Man wollte bezwecken, dass einen die Szene förmlich ansprang. Das alles diente natürlich Propagandazwecken. Der König sollte als unbesiegbarer Held dastehen. Doch Amenhotep hat keinen Krieg auszufechten. Keine Macht von außerhalb bedroht Ägypten. Der traditionelle Pfad zum Ruhm ist ihm versperrt. Er muss einen anderen Weg finden. Amenhotep beschließt, den Status des Pharaos zu dem eines Gottes zu erhöhen. Für diesen neuen Gott, sich selbst, plant Amenhotep, den größten Tempel zu bauen, den Ägypten jemals gesehen hat. Der Totentempel wird das aufwendigste und teuerste Bauprojekt seit den Pyramiden. Auch mehr als 3000 Jahre später ist seine Bedeutung ungebrochen. Es ist eine der größten Ausgrabungsstätten Ägyptens. Heute braucht es 100 Menschen, um eine seiner Statuen wieder zusammenzusetzen. Um sie zu bauen, waren noch weit mehr Arbeiter nötig. Und Amenhotep ließ mehr als 1000 von ihnen errichten. Jede stellt ihn selbst dar. Und jede folgt dem Zweck, seinen Status als Gott auf Erden zu bestätigen. In seinem Amt ist er göttlich. Jeder weiß, dass er ein Mensch ist. Aber wenn er seine Regalie hat und seine Tracht und wenn er erscheint, ist er göttlich. Mit der Zeit, er ist der Sohn des Gottes. Und dann in dieser Zeit von Amenhotep dem Dritten ist er der Gott. Amenhoteps Totentempel war der materielle Ausdruck seiner grenzenlosen Ambition. Die gut 730 Meter langen und fast 8 Meter dicken Tempelmauern waren mit farbenprächtig bemalten Reliefs und Statuen des Pharaos geschmückt.
Alle gefertigt aus kostbarem rotem Granit, weißem Alabaster und Quarzit aus dem Norden und Süden des Landes. Es war ein Meisterwerk, gebaut für die Ewigkeit. Aber die Ausgrabung fördert noch mehr zutage als die monumentalen Statuen, die das Areal beherrschen. Hurik Surusian und ihr Team sind auf unscheinbare Funde gestoßen, die eine ganz andere Seite des Pharaos enthüllen. Sie haben bemalte Steinblöcke ausgegraben, die intime Szenen aus dem Privatleben des Pharaos zeigen. Vor Amenhoteps Zeit wäre so etwas für einen Pharao undenkbar gewesen. Da gibt es einen Pool, wo drei nackte Mädchen schwimmen. Und das ist auch einmalig. Das hat uns sehr gefreut. Es sind keine Namen da, aber wir vermuten, das sind Königstöchter, die da an einem heißen Tag da schwimmen. Dieser Pharao erachtete ganz banale Familienszenen als würdig, aufgezeichnet zu werden. Sein junger Sohn Echnaton, der im Schatten des Tempels seines Vaters aufwächst, lernt, welche Bedeutung Bilder und Symbole im religiösen Leben haben. Der Tempel seines Vaters ist innen und außen mit den traditionellen Elementen der kosmischen Harmonie geschmückt. Die Säulen repräsentieren Ägyptens Pflanzenwelt. Die Tempeldecken erinnern an den Himmel und das Firmament. Der Boden symbolisiert den Nil und seinen fruchtbaren Schlamm. Die Kunst ist eine Reflexion dieser Ordnung, die die alten Ägypter Ma'at nannten. Man kann das hier schön an den ägyptischen Tempeln sehen. Auf den Außenmauern befinden sich Schlachtszenen, in denen der Pharao die Feinde Ägyptens verfolgt und natürlich immer gewinnt. Im Inneren des Tempels herrscht dagegen Frieden und Ruhe. Man gelangt von den Symbolen der Unordnung und des Chaos zu den Symbolen von Ordnung, Frieden und Ruhe. Ma'at. Beim Betreten eines traditionellen ägyptischen Tempels bewegen sich die Priester vom Licht ins Dunkel, während sie sich dem Allerheiligsten nähern. Hier leben die Götter, verborgen vor den Blicken der Menschen. Doch Amenhotep hat andere Vorstellungen. Er will, dass Licht in den Tempel scheint. Er identifiziert sich mit Aton, der Sonnenscheibe, einer anderen Form des Sonnengottes. Er nennt sich sogar selbst strahlende Sonnenscheibe. Was geht im Kopf eines Jungen vor, der sieht, wie sein Vater sich in einen Gott verwandelt? Für Echnaton ist die Botschaft klar. Die Sonnenscheibe erhebt sich jetzt über alle anderen Götter. Die Sonne ist die Quelle allen Lebens. Sie sorgt dafür, dass das Vieh gedeiht und die Ernten reich ausfallen. Aton ist ein Gott, der für jeden sichtbar ist. Ein Gott des alltäglichen Lebens. Er braucht keine Priester als Vermittler. Deshalb ist Amenhoteps neuer Aton-Kult auch eine unverhohlene Drohung, gerichtet an die Priester des Amun-Re. Um sie zu kontrollieren, besetzt er einige der höchsten Positionen in den Tempeln von Luxor und Karnak mit Freunden und Verwandten. Mit seiner neuen politischen Linie schwächt Amenhotep die Priesterschaft. Er sorgte dafür, dass sich der Status des Pharaos veränderte.
in dem er sich selbst in gewisser Hinsicht als lebendigen Gott darstellte. Zwar galt jeder ägyptische Pharao als gottähnlich, aber Amenhotep III. Ging darüber hinaus. Die Priester des alten Amun-Re-Kults müssen zuschauen, wie dieser neue Sonnengott Pharao sie ihrer Macht beraubt. Darüber sind sie nicht erfreut. Nachdem Echnaton herangewachsen ist und Nofretete geheiratet hat, steht er vor einer schwierigen Aufgabe. Er wird die Thronfolge seines Vaters antreten. Doch wie kann er einen Mann überstrahlen, der bereits ein Gott ist? Amenhotep, Pharao, Familienvater und selbsternannter Gott, stirbt auf dem Zenit seiner Macht. Er hat mehr Bauwerke errichten lassen als jeder andere Pharao vor ihm. Er hat den Gottesbegriff neu definiert und auf neue Weise sein Privatleben zur Schau gestellt. Zurück lässt er ein unglaublich reiches Land und einen brodelnden Konflikt. Die Rivalität zwischen dem Pharao und den Priestern des Amun-Re. Was erwarten die Priester von Amenhoteps Sohn Echnaton, als dieser den Thron besteigt? Vielleicht will er eine Konfrontation vermeiden und sich mit ihnen versöhnen. Schließlich ist der Amun-Re-Kult noch immer von großem Nutzen für die ägyptische Wirtschaft. Doch Echnaton wird die politische Linie seines Vaters nicht nur fortführen, sondern radikalisieren. Wenn der Pharao ein Gott ist, darf er keine Konkurrenz haben. Der junge Pharao wird den Kult des Amun-Re direkt angreifen, eine 1500 Jahre alte Tradition vernichten und Ägypten bis in seine Grundfesten erschüttern. Echnaton treibt den Konflikt seines Vaters mit den Priestern auf die Spitze. Er lässt die Tempel des Amun-Re schließen und den Gott verbannen. Seine Anhänger stürmen die heiligen Stätten und beschlagnahmen die Schätze des gestürzten Gottes. Amun-Re wird aus der Geschichte getilgt, sein Name von den Tempelmauern entfernt. Ägypten hat jetzt nur noch einen Gott. Aton, die Sonnenscheibe. Er ist der absolute Herrscher. Kein Pharao hatte es jemals gewagt, die Welt der Götter anzugreifen. Ab jetzt wird es nur noch die Sonnenscheibe und seine Kinder geben. Echnaton und Nofretete. Mit der Beseitigung der Götter verschwand auch ihre Mythologie. Über Aton, die Sonnenscheibe, gibt es keine Legenden. Wir erfahren nur, dass Aton die Welt erschuf, aber es wird nicht gesagt, wie. All die alten Schöpfungsgeschichten sind verschwunden. Für die Priester des Amun-Re bedeutet das eine Katastrophe. Sie verlieren ihren Einfluss und ihr Geld. Heimlich versuchen sie, einige der Statuen ihres Gottes zu retten, in der Hoffnung, sich seine Gunst zu bewahren. Sie fürchten, dass das Ende der Welt naht. Sieh auf uns herab, Amun-Re. Du warst hier, als es noch nichts gab. Und du wirst für alle Ewigkeit hier sein. Vertreibe unsere Angst. Ihre Gebete werden nicht erhört. Echnaton schließt die Tempel und verurteilt die Priester zu Zwangsarbeit. Die Opfergaben fließen jetzt Aton und Echnaton zu. Die Steuereinnahmen, wie er sie nannte, die ab sofort in die Kornkammern der Sonnenscheibe strömten, waren gewaltig. Alle anderen Tempel gerieten rasch in eine wirtschaftliche Notlage. Sie mussten ihre Türen schließen und konnten sich nicht mehr versorgen. Echnaton ist noch nicht fertig. Er plant, prachtvolle Tempel für Aton zu bauen, um der gigantischen Anlage in Karnak Konkurrenz zu machen. Er will die riesigen Bauten seines Vaters übertreffen, und zwar sofort. Deshalb lässt der einfallsreiche junge Pharao
mit kleineren, leichteren Steinen bauen, anstatt mit den üblichen massiven Steinplatten. Mit diesen Sandsteinblöcken kann Echnaton für Aton einen gewaltigen Tempel in nur wenigen Jahren errichten. Er baut ihn direkt neben Karnak, dem alten Machtsitz Amuns. Seine Vision ist ein revolutionärer Tempel mit einer ganz neuen Architektur. Sein Gott, die Sonnenscheibe Aton, wird unter freiem Himmel angebetet. Der gesamte Komplex hat kein Dach, damit die Strahlen des Sonnengottes sein Inneres durchfluten können. Bereits nach kurzer Zeit hat Echnaton einen Tempel erschaffen, der den seines Vaters in den Schatten stellt. Doch dann gibt er ihn auf. Vielleicht um seine Ablehnung gegenüber der alten Ordnung zu zeigen oder um die Stärke seines neuen Gottes zu demonstrieren, geht Echnaton aus Theben fort, wo die Luft noch immer vom Geist des alten Gottes geschwängert ist. Er will eine neue ägyptische Gesellschaft aufbauen und beginnt damit, indem er gut 380 Kilometer nördlich von Theben in einer fast menschenleeren Region eine neue Hauptstadt baut. Es ist eine verrückte Idee. Ein kompletter Bruch mit der Tradition. Echnaton bringt seine Architekten mitten in die Wüste, wo seine Visionen Realität werden. Achet Aton erhebt sich am Ostufer des Nils. Eine gut 50 Quadratkilometer große Metropole und ein Konkurrent für Theben. Die 50.000 Einwohnerstadt besitzt gigantische Tempel, die Aton gewidmet sind. Einen riesigen Palast und breite Straßen. Und dennoch gibt es von Achet Aton, dem heutigen Tell el Amarna, nur wenige Überreste. Der Ägyptologe Barry Camp hat sein gesamtes Berufsleben damit verbracht, Echnatons Stadt zu erforschen. Wir kennen ihre Grenzen, weil sie durch Tafeln markiert sind, die tief in die Felswände der Berge gemeißelt wurden. Sie verkünden, dass Aton, der Gott der Sonnenscheibe, dem Pharao gesagt hat, dass er hier bauen soll. Es musste auf der Ostseite sein, in einer bergigen Region. Und es musste ein Ort sein, der bisher noch nie einem Gott oder irgendjemand anderem gehört hatte. Ein unberührter Ort. 1347 vor Christus, im fünften Jahr seiner Regentschaft, weiht Echnaton seine Stadt Achet Aton ein. Den Zehntausenden von Menschen, die er gezwungen hat, herzuziehen, kündigt er ein neues Kapitel in der ägyptischen Geschichte an. Von jetzt an stehen alle unter dem Schutz des Sonnengottes Aton. Es ist eine Zeit neuer Chancen und der Gleichberechtigung. Heute konservieren Archäologen die Überreste von Echnatons Stadt. Dank eines jahrelangen Studiums der Fundamente und tausender Luftaufnahmen konnten sie den Umriss rekonstruieren und wissen jetzt, wie Achet Aton aussah. Die Amtsträger leben im Norden, neben dem Palast. Echnaton und seine Frau Nofretete fahren jeden Tag über die breiten Prachtstraßen, um sich den Menschen zu zeigen. Auf vielen Mauern des Aton-Tempels sind Reliefs zu bestaunen, die das Königspaar zeigen, wie es zum Sonnengott betet. Der Palast und der Tempel sind so angelegt, dass Atons Strahlen bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang die heiligen Gebäude der neuen Hauptstadt durchfluten. Echnaton und Nofretete sind besessen von ihrer heiligen Rolle als Kinder des Sonnengottes.
Sie haben das überfüllte Pantheon der ägyptischen Götter durch einen einzigen Gott ersetzt, Aton. Es ist eine simple Idee, die den Monotheismus der späteren Religionen erahnen lässt. Zu ihrer Zeit ist sie radikal. Trotz seines Versprechens einer besseren Gesellschaft zeigt das Königspaar keinerlei Interesse an seinen Untertanen. Damit setzen die beiden ihre eigene Unsterblichkeit aufs Spiel. Pharao Echnaton hat Aton zur einzigen Gottheit erhoben. Er hat den Priestern Macht und Einkünfte weggenommen, um sich selbst zu bereichern. Ein revolutionärer Schritt. Aber was haben seine Untertanen davon? Ich denke nicht, dass Echnaton beabsichtigte, die Gesellschaft zu reformieren. Es ging ihm vielmehr darum, zu definieren, wie man sich dem Staatsgott näherte. Ein besonderer Ort war ein wichtiger Bestandteil dieser Definition. Echnaton führt eine ganz neue Form der Kunst ein. Keine merkwürdigen Tiergötter oder Kriegerpharaonen mehr. Der Pharao wird als Individuum mit menschlichen Emotionen dargestellt und als liebevoller Ehemann und Vater im Kreis seiner Familie gezeigt. Immer wieder sieht man die königliche Familie im Licht des Sonnengottes Aton baden, der sie mit seinen Strahlen liebkost. Bei Echnatons Kunst dreht sich alles um das Hier und Jetzt. Das ewige Leben und die Götter spielen keine Rolle. Es sind Briefe erhalten geblieben, die von Achet Aton nach Theben geschickt wurden und von einem ganz gewöhnlichen Bürger stammen. In ihnen behauptet der Schreiber, dass er bei persönlichen Entscheidungen von Aton geleitet worden sei. Vielleicht war das ein Aspekt von Echnatons Lehre. Wir wissen nicht, ob die Untertanen wirklich so fühlten oder ob sie nur Echnatons Gunst gewinnen wollten. Doch davon unabhängig bleibt die Erkenntnis, dass unter ihm das Individuum in den Vordergrund rückte. Vielleicht lässt sich das Leben in Achet Aton am besten verstehen, wenn man sich anschaut, wie es endete, auf seinen Friedhöfen. Im Gegensatz zu anderen Perioden der ägyptischen Geschichte wurden die meisten Menschen direkt im Wüstenboden begraben. Dieser hölzerne Sarkophag ist eine Ausnahme und gehörte vermutlich einem hohen Beamten. Je mehr sie ausgraben, desto mehr wird Barry Camps Team klar, dass sie hier Zeuge eines äußerst kurzen und ungewöhnlichen Moments der ägyptischen Geschichte sind. Fast alle historischen Friedhöfe decken längere Zeiträume ab. Hier ist die Spanne so kurz, dass alle Menschen, die begraben sind, mehr oder weniger zur selben Zeit lebten. Viele von ihnen waren vermutlich verwandt oder kannten sich zumindest. Es ist ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung. Das Überraschendste war, dass viele der Gebeine, die Camp und sein Team ausgruben, von kleinen Kindern und Babys stammten. Dies sind die sterblichen Überreste eines 15 Monate alten Kindes. In historischen Quellen heißt es, dass hier eine Epidemie wütete. Die Zahl der toten Kinder spricht dafür. Wurde die Seuche damals vielleicht als Fluch des Amun-Re angesehen? Echnaton und Nofretete huldigen nur sich selbst und ihrem neuen Gott Aton. Doch hinter ihrem Rücken missachten die meisten Untertanen die Befehle des Pharaos und bieten heimlich weiter zu den alten Göttern. Selbst in seiner eigenen Stadt konnte Echnatons Religion nur minimal Fuß fassen.
Wir haben in manchen Vororten Götzenbilder und andere Gegenstände aus den alten Kulten gefunden. Die Menschen praktizierten sie also noch immer. Nur hatten sie nicht mehr die großen Tempel der Götter zur Verfügung, in denen sie beten konnten und in denen ihre Verwandten Arbeit fanden. Echnaton wird jung sterben, nach nur 17 Jahren an der Macht. Und seine Revolution wird mit ihm untergehen. Kurz nach seinem Tod geben die Ägypter Achet-Aton auf. Der Königshof zieht nach Memphis, im Norden Ägyptens. Der Umzug ist nachvollziehbar. Echnatons selbstgefälliger Kult ist sinnlos ohne ihn. Die Priester holen die alten Bildnisse des Amun-Re hervor. Für sie hatte Echnaton nur Chaos bedeutet. Endlich kann Ma'at, die wahre Ordnung, wiederhergestellt werden. Die Priester und das Volk feiern wieder offen ihre alten Götter. Die Ägypter glauben, dass Amun-Re ihren verstorbenen Pharao und all seine Werke verflucht hat. Also reißen sie Echnatons Sonnentempel genauso schnell nieder, wie er sie errichtet hat. Tausende der vorgefertigten Sandsteinblöcke, die Talatat genannt werden, finden eine neue Verwendung. Die Ägypter sind sehr pragmatisch vorgegangen. Sie haben die Steine als Füll- und Untergrundmaterial für Mauern, Tore und Ähnliches verwendet. Das Ergebnis ist, dass es in der Karnak-Region Hunderttausende von Talatat gibt, auf denen Relieffragmente zu sehen sind. Für die Archäologen ist das natürlich ein absoluter Glücksfall. Dass der Tempel im Laufe der Jahrhunderte zerfiel, war für die Archäologen ein Geschenk des Himmels. Als seine Mauern einstürzten, legten sie Echnatons Talatat-Blöcke frei. Donald Redford und seine Kollegen haben Jahrzehnte damit zugebracht, sie zu katalogisieren. Indem sie Zehntausende von Fotos zusammenfügten, konnten sie einige der Tempelmauern des Pharaos rekonstruieren. Die gewaltigen Reliefs, die Echnatons Kultstätten schmückten, zeigen einen kompromisslosen Pharao, der darauf bestand, dass sich alles um den Gott Aton drehte. Echnaton war überzeugt, dass die Strahlen der Sonnenscheibe ihm und seiner Familie ewiges Leben schenken würden. Seine Ziele waren eindrucksvoll, aber er verstieß gegen das Prinzip von Ma'at. Damit besiegelte er seinen Niedergang. Sogar sein Erbe, der Kinderkönig Tutanchamun, verfluchte sein Vermächtnis. Um sich von seinem Vater zu distanzieren, lässt er Tafeln errichten, auf denen alle Verstöße Echnatons aufgelistet sind. Auf seiner Stele der Restauration beklagt er, dass die Götter sich von Ägypten abgewandt hätten. Würde die ägyptische Armee nach Syrien ziehen, würde sie ständig geschlagen. Tutanchamun sagte, ich werde die Götter dazu bringen, sich uns wieder zuzuwenden, indem ich die Tempel wieder öffne. Nach einer Phase schädlicher Veränderungen wenden sich die Priester und der Pharao wieder der altbewährten Ordnung zu. Die neuen Malereien in den Tempeln zeigen den Pharao in seiner wiedererlangten Rolle als hoher Priester, der mit den Göttern spricht. Und die Götter garantieren Ägypten und seinem Volk im Gegenzug neuen Wohlstand. Echnaton taucht nicht in der Liste der ägyptischen Könige auf, die in den Tempel von Abydos gemeißelt wurde. Sein Name wurde aus der Geschichte gestrichen. 1500 Jahre an Tradition sind stärker als der mächtigste Pharao. Die alten Rituale werden noch weitere 1000 Jahre praktiziert. Echnatons Vision von einem einzigen allmächtigen Gott
empfanden die Ägypter, die an tausenden Altären beteten, als abstoßend. Thutmosis III. Richtete seinen Blick auf die Zukunft. Er wollte Veränderung. Sein Ansatz war innovativ. Thutmosis darf nicht in den Krieg gegen die Hurriter ziehen. Also richtet er sein Augenmerk auf das südliche Grenzland zwischen Ägypten und Nubien. Dort schwelt ein langjähriger Konflikt. Seine Vorfahren haben eine Reihe von Festungen entlang des Nils errichtet. Der junge König will sie ausbauen, um sein militärisches Geschick und die Stärke Ägyptens zu demonstrieren. Die Nubier, furchterregende Krieger, fallen immer wieder in Südägypten ein. Heute liegen die Ruinen der Grenzfestungen auf dem Grund des Nassersees, der in den 1960er Jahren durch den Bau des Assuan-Staudamms entstand. Doch dank archäologischer Funde können wir uns ein Bild davon machen, wie diese Festungen aussahen. Die Festungskomplexe ähnelten kleinen, ummauerten Städten. In jedem Komplex lebten etwa 500 Soldaten. Es gab Unterkünfte für die Soldaten, Lagerhäuser für die Verpflegung, außerdem Werkstätten und Tempel. Wachtürme an den Mauern boten meilenweit ungehinderte Sicht. Doch diese Wehrbauten schützten nicht nur vor Eindringlingen, sie sicherten auch die Handelsrouten. Wie die Pharaonen vor ihm suchte auch Thutmosis nach einem Weg zu den wertvollen nubischen Rohstoffen, Gold und Menschen. Ägypten orientierte sich schon immer nach Süden. Das galt für militärische Operationen und für Handelsbeziehungen. Damals waren Arbeitskräfte eine wertvolle Ware. Die Ägypter schickten Karawanen los, die mit Tausenden von Nubiern zurückkehrten. Heute würde man wohl von Menschenraub sprechen. Thutmosis' Abstecher in den Süden ist ein Erfolg. Er kehrt mit zahlreichen Sklaven aus Nubien zurück. Seine Offiziere machen sie zu bezahlten, privilegierten Söldnern. Nubische Krieger gelten als exzellente Bogenschützen. Mit neuartigen Bögen können sie Feinden selbst aus großer Entfernung schreckliche Wunden zufügen. Still und leise baut Thutmosis eine schlagkräftige Armee auf. Der Pharao ist überzeugt, getötet wurde. Das kratzte natürlich das Selbstwertgefühl der Ägypter an. Ein Volk, das sie verachten, hält sie 108 Jahre lang in Ketten. Ihr Stolz war erschüttert und ihr gesamtes Weltbild stürzte zusammen. Nach Sekwenenre Taas Tod wird König Ahmose König von Theben. Er setzt der Fremdherrschaft schließlich ein Ende. Archäologen setzten dieses Relief zusammen. Es ist die einzige Überlieferung von Ahmoses Sieg über die Hyksos. Ahmose lernt von seinen Feinden und schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Er lässt Streitwagen bauen und vertreibt so die Eindringlinge aus Ägypten. Ahmose vereint Ägyptens Norden wieder mit dem Süden. Damit beginnt das sogenannte Neue Reich. Die Pharaonen dieser Epoche schwören, Ägyptens Glanz wiederherzustellen und jede Bedrohung von außen zu bannen. In Vorderasien jedoch formiert sich bereits ein neuer Gegner. Ein kriegerischer Stamm aus Mitanni, noch mächtiger als die Hyksos, der bestrebt ist, sein Reich zu vergrößern. Die Hurriter wollen Ägyptens Einfluss im Nordosten schwächen. Sie schmieden Bündnisse mit den Fürsten aus Kanaan, denen die Besteuerung durch Ägypten ein Dorn im Auge ist. Als sich die Hurriter den Grenzen Ägyptens nähern, folgen ihnen immer mehr von Ägyptens früheren Verbündeten. In Theben bleibt den Ägyptern nicht mehr viel Zeit. Thutmosis ist mittlerweile erwachsen. Er und Hatschepsut haben unterschiedliche Pläne. Er will auf der Stelle eine Armee zusammenstellen, um den Feind noch vor Ägyptens Grenzen abzufangen.
Hatschepsut zieht es vor, zu warten. Sie möchte einen Krieg vermeiden, besonders einen Krieg jenseits der Grenzen des Reiches. Zwar ist Thutmosis der rechtmäßige Herrscher, doch Hatschepsut hat den Thron noch nicht geräumt. Thutmosis besteht darauf, dass Ägypten nur durch seine Strategie zu retten sei. Hatschepsut behält jedoch die Zügel in der Hand. Thutmosis muss sich fügen. Hatschepsut war konservativ. Sie glaubte an Tradition und war in der Vergangenheit verwurzelt. Im Jahre 1457 vor Christus wird Ägypten von kriegerischen Mächten bedroht. Die ehemaligen vorderasiatischen Alliierten haben sich verbündet und stehen vor Ägyptens Grenzen. Doch Pharao Thutmosis III. Und sein Heer warten nicht, bis der Feind zuschlägt. Thutmosis geht in die Offensive und marschiert mit seinen Truppen gegen Megiddo, eine Festungsstadt am Fuße der Karmelberge im heutigen Israel. Jenseits dieser Berge lauern die Gegner des Pharaos. Hier wird sich das Schicksal Ägyptens entscheiden. Der Marsch nach Megiddo dauert 3 Wochen und führt durch die Wüste. Diese Region hieß in der Antike Kanaan. Sie liegt im Norden Israels und ist strategisch wichtig für die Sicherheit Ägyptens. Die dort herrschenden Fürsten sind neutral oder unterstehen der Kontrolle Ägyptens. Doch der Herrscher des Großkönigtums Mitanni, Ägyptens stärkster Rivale, will sie auf seine Seite bringen. Thutmosis plant, das Bündnis seiner Feinde zu zerschlagen und das Reich am Nil gegen eine Fremdherrschaft abzusichern. In Theben, die damalige Hauptstadt Ägyptens, wartet die Bevölkerung auf Nachrichten vom Feldzug des Pharaos. Theben, mit seinen über 50.000 Einwohnern, ist zu der Zeit eine der größten Städte der Welt. Theben erlangte Reichtum durch Handel und durch Zwangsabgaben der unterworfenen Gebiete. All das steht nun auf dem Spiel. Für die Ägypter ist diese Stadt der Nabel der Welt. Selbst die Zeit konnte ihrer einstigen Pracht kaum etwas anhaben. Die Ruinen gewaltiger Bauten, von denen viele noch stehen, lösen immer noch Bewunderung aus. Wie durch ein Wunder haben die leuchtenden Farben der sengenden Sonne getrotzt. Reliefs erzählen von Thutmosis glorreicher Herrschaft. In einer Zeit, in der fremde Mächte ihr Land bedrohen, müssen die stolzen Ägypter einsehen, dass sie nicht allein auf der Welt sind. In der Frühphase der ägyptischen Geschichte im Alten Reich hatte das ägyptische Wort für Ägypter die Bedeutung Mensch. Erst im Neuen Reich nimmt man andere Völker wie die Syrer, die Nubier und die Kreter bewusst zur Kenntnis. Ägyptens Nachbarn blicken voller Neid auf den enormen Wohlstand des Landes. Die angrenzenden Völker werden häufig von Dürren und Medizin. Man lehrt ihnen Ägyptens Siege, warnt ihn aber zugleich vor der großen Gefahr, die dem Land droht. Die Übernahme durch eine Fremdherrschaft. Zwei Jahrhunderte zuvor hatte ein fremder Stamm die Kontrolle über Ägypten erlangt. Ein nachhaltiger Schock für die Ägypter. Denn schließlich glaubten sie, Ägypten sei unbesiegbar. Zwischen 1719 und 1692 vor Christus wandert das Nomadenvolk der Hyksos von Nordosten her ein. Aus Siedlern werden schnell Invasoren. Zuerst erobern sie das Nildelta und fallen bald in Unterägypten ein. Sie spalten das Reich in 2 gegnerische Lager. Seit Jahrtausenden ist das Land durch seine natürlichen Grenzen geschützt. Menschenfeindliche Wüsten flankieren das Reich im Osten und Westen und machen eine gewaltsame Übernahme praktisch unmöglich.
Im Norden halten die Sümpfe des Nildeltas selbst seefahrende Angreifer fern. Ägypten ist sicher, jedenfalls scheint es so. Ägyptens natürliche Grenzen schützen das Land. Die Herrscher müssen lediglich ein paar Grenzfestungen mit einer Handvoll Garnisonstruppen unterhalten, um Eindringlinge abzuwehren. Zu Zeiten des Alten Reichs, in der Frühgeschichte Ägyptens, gelang das auch. Unerwünschten Besuchern wurde mit großem Erfolg der Zugang ins Land verwehrt. Die Hyksos nutzen jedoch eine neuartige Waffe. Damit dringen sie ins Nildelta vor und greifen das Land an. Von innen. Die Hyksos fallen mit einer neuen, furchterregenden Erfindung in Ägypten ein, dem Streitwagen. Mit diesem Gerät sind sie technisch überlegen und drängen das ägyptische Militär in den Süden zurück. Die Ägypter sind machtlos angesichts dieses gewaltigen Angriffs. Trotzdem leisten sie erbitterten Widerstand, um ihr Land zu verteidigen. Sekwenenre Taa, König von Theben, kämpft vergeblich gegen die Hyksos. Heutige Wissenschaftler gehen davon aus, dass er im Nahkampf mit einer Streitachse gesucht. Durch ihre günstige geografische Lage fahren die Ägypter regelmäßig reiche Ernten ein. Ihr Land besteht zu 90% aus Wüste. Doch dank des Nils wächst auf weiten, fruchtbaren Feldern genug Getreide, um 3 Millionen Menschen zu ernähren. Durch diesen Überfluss entsteht hier eine der stabilsten Gesellschaften der Antike. Das Volk am Nil mehrt seinen Reichtum durch Handel. So finanzieren sie die zu ihrer Zeit größten Bauwerke der Welt, die Pyramiden. Die Ägypter scheinen von den Göttern geliebt. Die Ägypter waren wahrscheinlich unheimlich arrogant. Sie waren überzeugt, dass niemand so gesegnet war wie sie. Die Götter hatten ihnen das schönste Land der Erde geschenkt. Auch ihre Gäste bestätigten das. Euer Fluss spendet immer Wasser. Eure Felder tragen immer Früchte. Und ihr müsst dafür nicht einmal hart arbeiten. Dies ist der Himmel auf Erden. Thutmosis wächst in einer Welt auf, die weder Hunger noch Krieg kennt. Er ist noch ein Kind, als er nach dem frühen Tod seines Vaters den Thron besteigt. Doch der kleine König ist viel zu jung, um zu herrschen. Vorerst übernimmt seine Tante und Stiefmutter Hatschepsut die Regentschaft. Hatschepsut wird 1477 gekrönt. Sie legitimiert ihr Königtum mit ihrer göttlichen Geburt. Ich habe versucht, alle Regierungsbeamte und hohen Adligen aufzulisten, die hinter ihr standen. Das war wohl ihr Geheimnis. Um sie herum gab es einen eingeschworenen Kreis von Vertrauten. Dieser Kreis besaß mehr Einfluss, als uns heute bewusst ist. Um ihre Regentschaft zu untermauern, lässt Hatschepsut ihre Darstellung auf Tempelreliefs und Statuen verändern. Zunächst wird sie als Frau abgebildet mit Brüsten und weiblichen Gesichtszügen. Bald jedoch trägt sie den Pharaonenbart, eine der Königsinsignien der Pharaonen. Hatschepsut übte nun offiziell die Alleinherrschaft aus. Thutmosis ist jetzt ihr Rivale. Trotzdem engagiert Hatschepsut die besten Lehrer des Landes für den Jungen. Er befasst sich mit Astronomie, Mathematik, Religion